Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Und zwar wollte ich euch mit diesem Video ein bisschen was erklären, was in letzter Zeit überhaupt passiert ist, warum so wenig Videos kamen, wieso, weshalb, warum. Ja, kurz und knapp, ich habe mich August 2017 habe ich mich vom Easy getrennt. Wir wohnen nicht mehr zusammen. Dementsprechend hatte ich kein Equipment mehr. Braucht ein bisschen Zeit gebraucht für mich, um ja einfach ein bisschen geregeltes System in mein Leben zu bringen. Dann habe ich einen neuen Job bekommen, bin dort auf Vollzeit tätig, was bedeutet, dass ich kaum Zeit mehr für irgendetwas hatte oder habe. Weswegen auch bis jetzt kaum Videos kommen oder eigentlich gar keine Videos kommen, weil ich einfach die Zeit nicht dafür habe. An Silvester habe ich dann den Dennis kennengelernt. Die, die mich auf Instagram verfolgen, haben davon schon ein bisschen mehr mitbekommen. Und seit Februar sind wir zusammen. Durch einen ja, sehr blöden Umstand habe ich meine Wohnung für einen besten Kumpel geopfert, sag ich jetzt mal. Also er durfte halt für 2 Monate bei mir in der Wohnung wohnen. Und ich bin in der Zeit zum Dennis, um halt ja, meinem guten Freund halt die Möglichkeit zu bieten, nicht obdachlos zu sein. Und da das so gut geklappt hat, haben wir jetzt letztendlich gesagt, gut, okay, wisst ihr was, probieren wir es einfach, schauen wir mal, ob wir gleich zusammenziehen können. Jetzt ist es so, meine Wohnung ist gekündigt. Ich bin jetzt gerade bei ihm. Meine Wohnung ist zwar noch nicht neu vermietet, auch Bobbelino hier ist natürlich mit in der neuen Wohnung. Auf jeden Fall, natürlich. Die zwei kommen noch nicht ganz so gut miteinander klar, das braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Aber ich habe auf jeden Fall vor, demnächst wieder viel, viel mehr Videos zu machen. Viel, viel mehr Zeit mit YouTube zu verbringen. Muss aber halt gucken, wie ich das alles regle, weil einfach die Zeit fehlt zum größten Teil. Weil ich dann meistens abends gegen 8 oder 9 dann zu Hause bin, dann so ausgelaugt bin, ausgepowert bin, dass ich nicht mehr viel machen möchte. Dementsprechend so viel dazu. Dieses Jahr, Gamescom steht fest, ich werde dieses Jahr auf der Gamescom sein und das für alle Tage. Also ich werde auch dieses Jahr alle Tage auf der Gamescom sein. Ich habe schon ein paar Interviewtermine bekommen. Dementsprechend, es wird richtig Riesen-Event. Und mit der Kamera, die ich jetzt gerade auch habe, werden die Interviews geführt. Mit der Kamera gehe ich auf die Gamescom. Und mit dieser Kamera werden auch die nächsten Vlogs aufgenommen. Das ist nämlich spezielle Videokamera und mega happy darüber, denn das ist jetzt meine eigene Kamera, die habe ich selbst gekauft. Vielen, vielen Dank schon mal, dass ihr bis hierher da geblieben seid. Und danke, dass ihr auch weiterhin da sein werdet. Als Dankeschön möchte ich die nächste Zeit in den Streams sowie auch in den YouTube-Videos ein paar Keys für Spiele verlosen. Unter anderem zum Beispiel Dreadnought habe ich ein paar Keys bekommen, ein paar neue. Ich habe Conan Exiles Keys bekommen. Diese darf ich auch verlosen, worüber ich mich sehr freue. Und die würde ich dann die nächsten Tage, nächsten Wochen würde ich die verlosen wollen als Dankeschön. Ihr merkt aber auch, dass ich mit den Vlogs nicht mehr so sicher bin wie früher, weil mir einfach ja, der Rhythmus, dieser Alltag vom Vlogging fehlt. Auch so die Kamera in der Öffentlichkeit rausholen und dann filmen ist jetzt nicht so unbedingt ohne Probleme für mich. Viel Gebrabbel jetzt. Ich hoffe, ich habe einigermaßen was zusammenschneiden können. Ich wünsche euch viel Erfolg in dem, was ihr tut. Und ich hoffe, wir sehen uns altbekannt beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.